Hallo Leute, nach diesem Encounter mit diesem neuen Zwischenboss, Mittelboss, Random Boss, was auch immer, ist es jetzt soweit. Alle Leute haben sich glücklich getrunken und wir können uns mal anschauen, was wir jetzt vom Arbalesten tatsächlich wollen. Also Sniper Shot schaut ziemlich gut aus. Wir wollen auf jeden Fall Snipers Mark. Wollen wir einen Knockback? Ich meine, es wird zwei Leute zurück. Knocken, das ist schon ganz lustig, aber wie nützlich es ist, meh. Random Target, dafür plus 9 Speed. Ich glaube, wir wollen Suppressing Fire. Ich glaube, wir wollen die dreimal. Aber naja, so tolle Suppressing Fire ist auch nicht, außer gegen große Gruppen. Schauen wir mal. Kaufen wir dir einfach mal alles. Wir haben ja das Geld. Clear Stun und Clear Marked Target. Torch plus 3. Nee. Wir wollen auf jeden Fall mal das. Nehmen wir wirklich die Bolas? Für den Knockback? Ich glaube, wir nehmen Blind Fire auf jeden Fall. Ach ja, nehmen wir Suppressing Fire, wieso nicht? Ach, auch wenn wir es dann nur einsetzen, um zu sehen, wie es ausschaut. Und du brauchst auch noch was. Du brauchst nämlich Mark for Death. Schauen wir mal, was könnten wir dir geben? Ich meine, wir könnten dir natürlich auch jede Menge Stunts geben. Sie kann auch ziemlich gut stunnen. Ich glaube, Finish Him ist auf jeden Fall bei den Sachen dabei, die wir wollen. Ich glaube, wir werden das so machen. Also nach vorne ziehen ist wirklich nicht so schlecht. Wenn du... Okay, du kannst jeden außer den ersten snipen. Du hast generell Probleme, den ersten zu treffen. Ich glaube, allein dafür ist Blindfire schon ganz gut. Die Frage ist, sind dann nicht vielleicht die Bolas besser, um die Leute nach hinten zu kriegen, damit du sie dann snipen kannst? Ich glaube, das ist eigentlich eine Überlegung wert. Okay, und ansonsten, was können wir dir noch geben? Ich glaube, das ist mal ganz nett für dich. Das kostet dich Max HP. Ja. Plus 10 Accuracy mit Ranged Skills. Ranged, Melee. Naja, so wahnsinnig. Ups. So wahnsinnig nützlich ist das nicht. Das ist Grave Robber only. Patam. 20% Move Resist. Na. Könnte ich mir jetzt Wichtigeres vorstellen als das? Nein, ich glaube, vielleicht geben wir dir dabei wirklich mal gar nichts. Wenn du 5% mehr Stress nimmst, könnten wir dir dafür die Health wiedergeben. Oder mehr Stun Resist. Oder mehr Damage. Vielleicht mehr Damage, weniger Dodge. Einfach ein Standard-Item. So. Du hast schon dein Zeug, du hast auch schon, genau, du hast die Super Stunts. Was hast du für Outfits? Ah, schaut doch ganz cool aus. Okay, und dir könnten wir jetzt zum Beispiel den Sniper Ring geben, wenn den nicht schon meine ganzen Healer tragen würden. Ich meine, du darfst ihn tragen, du bist der Level 6 Healer, aber einer von den anderen trägt ihn auch. Du hast soeben jedes Anrecht auf diesen Sniper Ring verloren. Gut, und ansonsten vielleicht noch was mit Range. Oder Stun Resist und dafür weniger Dodge. Ich meine, ich will ja halt auch eigentlich keine Crit-Chance wegnehmen. Also ich glaube, wir bleiben vielleicht bei dem, was wir hier jetzt für dich haben.
Bleed Skills hast du keine. Quick Draw. Meh. Plus 2 Speed, plus 8 Dodge. Oder Berserker's Charm. Vielleicht Berserker's Charm. Warte mal, du hast keine Debuffs, oder? Du hast nichts. Du kannst nur marken. Das heißt, vielleicht einfach den Cleansing Crystal? Oh shit, nein, die Pistol. Oh yeah. Nice. Okay, hier wird gesniped noch ein nöcher. Cool, cool, cool. Okay. Ach ja. Außerdem. Du kriegst Upgrades für all deine Fähigkeiten. Ach shit. Du natürlich auch gleich noch. Pam, 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 pam. Und dann brauchst du natürlich auch noch beide bessere Ausrüstung. Ein Steady Mace und ein Light Cloth. Und bei dir ein Private Mace und ein Military Issue Armor. Cool. Okay, nice. Wir werden uns trotzdem nicht gegen einen Boss versuchen. Schauen wir mal, was es hier an... Das wäre zum Beispiel wahrscheinlich ziemlich gut für den Man-at-Arms. The Cultist Only und die kennen wir schon. Ja, ich glaube, wir nehmen die. Irgendwas, was du nur von ganz hinten machen kannst? Nein. Okay, das heißt, du kommst auf die dritte Position, du kommst auf die vierte und du solltest auf der zweiten alles einsetzen können. Yep, passt. Okay, cool. Ja, das ist lang, das heißt, wir werden das Video sicher mal in zwei splitten. Ah, shit. Wir haben noch eine ganz andere Sache vergessen. Was hat sie für Skills? Less likely to be surprised, das ist eigentlich der wichtigste Skill. Marching Plan, Self Only. Okay, ja, wir müssen euch kurz noch, ups, ein bisschen bessere Survivalist Skills kaufen. Marching Plan, Field Dressing, 35%. Ja, das ist einfach nur ein besseres Wound Care. Oder Triage. Nein, nein, ich glaube, so sind wir da besser dabei. Also Marching Plan kommt weg, Pep Talk kommt weg. Und bei dir kommt auch Pep Talk und Monster Size 2 weg und dafür diese Standarddinger. Okay, jetzt sind wir ready. Für eine lange Tour. Wir wissen auf jeden Fall, was wir machen, wenn wir diesen rotglühenden Dingern begegnen. Wir werden sie einfach nicht poken und stattdessen verpissen. Perfekt. Chop, chop. Can be blighted. Ja, wir haben jetzt eigentlich ein Team, das... Kann überhaupt irgendjemand einen Bleed oder einen Blight-Effekt verursachen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Okay, das ist ein ziemliches Stück, das wir da vor uns haben. Hier runter... Wahrscheinlich hier dann mal resten. Oder zuerst hier den Haken schlagen, zurück und dann... Ja, schlagen wir zuerst den Haken. Das war unspektakulär as fuck. The light, the promise of safety. Okay, kriegen auch keine Scouting Chance. Was irgendwie nicht so cool ist. Wir gehen da mal rein, ohne eine Fackel zu zünden. Wir müssen ein bisschen sparen, glaube ich. Das ist auch klar. Egal. Gut. Die Schüsse
alle auf den Bounty Hunter. Okay. Und wir hauen dafür daneben. Nice. So stelle ich mir das vor. Ja, alles was pullt und pusht, könnte wirklich ein ziemliches Problem sein. Wow. Hi. Und gleich noch eine Repost. Die der Typ gleich mal ignoriert, aber was soll's. So. Wir können natürlich jemanden Snipers marken für den Bounty Hunter nächste Runde. Und ich glaube, das werden wir auch. Wir wollen sicher gehen, dass der ihn mit Collect Bounty wegschnetzeln kann. Alle ignorieren diesen wunderbaren Tank. Und der Typ frisst schon echt viel Stress. Activates Repost. 20% Damage von Repost. Oh, cool, das ist, weil wir so Level 2 ausgebaut haben. Stimmt. Cool, 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 cool. 5 Accuracy, 1% Crit. Gut. Dann fangen wir doch mal an, auf dich zu schießen. Wieso? Was ist der Sinn, wenn ihn jeder ignoriert? Kommt, Leute, das hat wesentlich besser geklappt im letzten Round, den wir hatten. Du musst mal ihn killen, bevor wir die ganze Zeit noch Tempting Goblins fressen. Das kannst du dir nämlich von allen Leuten am allerwenigsten leisten. Okay. Ich glaube, es ist keine Zeit mehr mit Reposts verschwenden. Wir werden ihn einfach umhacken. Ja, gut, dass wir Blindfire haben. Tja, das wäre die letzte Chance für einen guten Crit-Kick gewesen, um ein bisschen Stress zurückzukriegen, aber scheinbar nicht. Gut. Eldritch Altar. Können wir purifieren? Resolution Quirk removed. Okay, ich hätte lieber ein bisschen Stress abgebaut, aber was soll's. Man will ja nicht jammern. So, essen wir hier mal. Und jetzt machen wir hier mal die große Runde. Also hier runter. Dann gleich noch eins weiter runter. Hi. So, jede Menge Möglichkeiten für Crits, damit du ein bisschen Stress abbaust. Na gut, du baust auch so Stress ab. Wieso nicht? Okay, wir haben auch ein bisschen mehr Accuracy jetzt mit den höher leveligen Skills. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Okay. Irgendwie haben wir scheinbar niemanden dabei, der gut im Scouten ist. Aber wir kriegen gar keine Scouting-Information. Nee, braucht eigentlich niemand. Sollten aufhören, die Dinger zu sammeln. Ja, wäre ja auch zu schön gewesen, wenn du den gefinisht hättest. Okay, jetzt können wir so ein Ambus-Duell liefern, aber ich glaube nicht, dass wir das unbedingt wollen. Wir wollen stattdessen dich finishen und sofort in Repost gehen. Die auch wieder von allen Leuten ignoriert wird. God damn it. Okay, Sniper Shot. Na, ich glaube, wir wollen eher... Ach, du kannst wieder nur hier unten marken, der hinten steht. Aber wir wollen dich im Voraus marken für den... für den Bounty Hunter.
schüttle nur noch meinen Kopf. Wenn alle Leute meine schöne Retribution ignorieren. Na, endlich. Punt. Oh wow, wir können sogar stunnen, wenn wir in der Riposte sind. Ha, wir haben einen Crit gefressen, der 0 Damage gemacht hat. Okay. Hätte auf ein paar Crit Heals gehofft, aber naja, kann man nichts machen. So, dann snipen wir dich mal weg. Oh, du bist gestunt. Das heißt, wir können dir super viel Damage machen mit Finish Him. Und da gibt es noch eine Riposte. Okay, die Riposte Stunt ist auch wirklich, wirklich geil. Haben wir das seit Level 2? Aktuell ist Riposte? Nein, das kannst du scheinbar schon immer. Hm. Interessant. Okay, und dann flushen wir dich. So. Dich auf. Okay, das können wir gleich alles stanzen. Endlich mal ein bisschen Scouting. So, ich glaube... Ja, du hast eh den super Trap-Talisman. Das heißt, du wirst dich um die Fallen kümmern. Und du wirst es hoffentlich nicht verkacken, weil du hast irgendwie schon ziemlich viel Stress. Okay, Torches. Ich glaube, wir können uns inzwischen uns leisten, wieder mit 100 Light rumzulaufen. Ja, okay, sehr gut. Auch das wieder ein Crit, der keinen Schaden gemacht hat. Irgendwie eine seltsame Kombination. Ja, stunnen wir dich, bevor du dran bist. Wir könnten ihn finishen, aber das scheint fast ein bisschen... Ja, okay. Ich wollte sagen, es scheint fast ein bisschen Overkill zu sein. Aber wir treffen ihn nicht. Also, meh. Gut. Können wir dich mit Retribution killen? Hoffentlich. So, und dann werden wir dich schon mal vormarken für den Bounty Hunter. Der irgendwie es gerade nicht mit Treffen hat. Ja, schauen wir, ob wir dich sammeln können. Sehr gut. Okay, und dann Sniper shoppen wir dich, was nicht genug ist. Aber jetzt eine 20er reinhauen, wenn sie noch 3 Leben hat. So, so haben wir es gern. So, Judgment für ein bisschen Selbstheilung. Wow. Das ist cool, dass auch diese Effekte dann Crit healen können. Das ist wirklich ziemlich nice. Und dann werde ich mit Rampart. Also, es mangelt uns nicht an Stunts, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir, ob wir... Okay. Ich wollte sagen, ob wir mit Finish Him einen schönen Crit hinkriegen. Na bitte. Aber trotzdem kein Crit. Geh mit. So. Es ist echt schön, dass die ganzen Quirks wegkommen, aber... Ich bräuchte mal ein bisschen Stress Heal. Ich glaube, wir gehen noch hier runter in diese Ecke. Also nicht in die Ecke, sondern nur in den Raum, weil wir da ja schon wissen, dass da nichts auf uns wartet. Jetzt haben wir keinen Schlüssel mehr über. Damit. Und dann resten wir dort mal. Da werden wir noch einen Cut fürs Video machen. Okay, keine Scouting Chance. Gut. A spark without kindling is a goal without hope.
Okay. Du hast noch 34, du hast 5, das ist komplett vernachlässigbar. Okay, machen wir mal das. Das ist für 2 Punkte auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. So, dann encouragen wir. Encouragen gleich nochmal. Und ich glaube, dann werden wir buffen. 3 und 3. Ich glaube, das ist ziemlich nice. Die Geschichte hinter dem Man at Arms ist nämlich eben, dass er auch schon dieser alte, erfahrene Krieger ist, der eben auch Leuten was beibringt. Deswegen hat er eben auch so viele Unterstützungsskills, ja, weil er eigentlich eben ein schon alter Veteran von weiß Gott wie vielen Schlachten ist. Okay, gut, dann machen wir mal kurz einen Cut rein und dann marschieren wir weiter. Das heißt, wir sehen uns dann im zweiten Teil. Bis dahin, ciao Leute.